Hi zusammen und willkommen zurück bei mir auf dem Kanal und vielen Dank fürs Einschalten. Ja, ihr seht hier was. Das war eine kleine Überraschung, die mir ja auch schon vor einer Weile zugeflattert ist. Ein Päckchen ohne Ankündigung, aber von jemandem, wo ich schon ein paar Mal Samples bekommen habe, der dachte einfach, er tut mir was Gutes und schickt mir ein Überraschungspaket. Das Päckchen habe ich von Whisky Zoom und ich bin gespannt, was er mir da eingepackt hat. Ich habe einfach mal mit Sample 3 angefangen. Das hat erstens was mit meinem Chaos zu tun, weil ich ja nie Sachen der Reihenfolge nach abarbeiten kann. Dieses Briefchen hier löst sich von der Rückwand. Keine Sorge, es ist in sich nochmal verklebt, aber ich dachte, bevor das runterfällt und ich es irgendwann nicht mehr finde, bespreche ich einfach den Whisky und dann kann ich dieses Zettelchen dann an den Rest von dem Sample dran heften, solange noch was im Fläschchen ist. Ich habe den gerade eingegossen und wie sage ich es vorsichtig, er hat mich etwas erstaunt, weil ich hatte so das Gefühl, ich habe gerade frisch gekochte Kartoffeln gerochen. Gehen wir zum Whisky. Ich habe hier schon seltsame Sachen probiert. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe den vor einer Weile eingegossen und bin dann nochmal weggelaufen und ja, der erste Eindruck kann ja manchmal täuschen, wie gesagt. Er zieht eine extreme Kante im Glas. Ich sehe dann aber das wirklich großflächig wie so ein Vorhang runterziehen, ohne dass ich einzelne Lecks sehe. Sehr, sehr seltsames Verhalten im Glas hier. Vielleicht Zufall? Okay. Weniger Kartoffeln jetzt. Der hat tatsächlich irgendwas von Gemüse. Aber nicht unangenehm. Das ist so ein bisschen. Gemüseeintopf schwingt hier mit drin und so. Da ist irgendwas Grünes. Vielleicht eine Spur Spargel? Seltsam. Ich habe auch so einen Kick säuerliche Eiche. Also das Fass war nicht mehr wirklich frisch. Die Farbe, ja, blasses Goldgelb. Erde. Sandhaltige Erde. Naja, frischer Spargel. Irgendwas Säuerliches kommt mit der Zeit hier auch noch durch. Unreife Pfirsiche. So steinhart. Frisch vom Baum. Wir hatten früher hier Pfirsichbäume. Irgendwie, da erinnere ich mich als Kind und ich mochte es recht gern. Also ich mochte die Pfirsiche, wenn sie reif waren. Meine Mutter hat sie immer gegessen, wenn die Dinger noch steinhart waren. Und genau an das hat mich das jetzt erinnert. Wenn die Pfirsiche noch so hart sind, dass das Fruchtfleisch, wenn du die Dinger auseinanderbrichst um den Kern, noch so ein bisschen faserig ist. Dieser Geruch, den habe ich jetzt hier. Unreife Pfirsiche. Nehmen wir ein bisschen was Gemüsiges, Erdiges. Da ist. Diese Pfirsiche sind in den Dreck gefallen. Und da ist Gras mit drin. Und dann ist da so ein Kick. Sauerherbe Eiche mit drin. Wo er eben so auf ein 4, 5, 6 befülltes was hindeutet. Okay. Seltsam. Auf dich. Auf euch alle. Sehr präsent vom Mundgefühl. Dick. Wachsig, rau, trocken, erdig, belegend. Aber der Geschmack dagegen fällt irgendwie ab. Das Mundgefühl ist deutlich präsenter als die Aromen. Um das mal vorsichtig zu sagen. Auch hier habe ich so einen Tick unreifen Pfirsich mit drin. Säuerlich, noch grasig, noch grün. Und gegen Ende eine Malzigkeit, bayerisch Blockmalz. Und gleichzeitig kommt hier so ein Kick saure, ausgeleigte Eiche um die Ecke. Das wird nicht mein Favorit, definitiv nicht. Das Mundgefühl ist aber schön.
ich würde mal sagen, ein relativ dominanter Brand, der irgendwie ein anderes Fass gebraucht zum Kontern. Irgendwas Frisches? Okay. Mundgefühl ist wirklich schön. Einerseits dick, kräftig, belegend. Andererseits habe ich jetzt gar nicht länger auf der Zunge halt so ein leichtes alkoholisches Prickeln drauf, ohne dass es scharf ist. Und mal sagen, so um die 50%. Der Alkohol ist gut eingebunden dafür, dass es fast sich so inaktiv anfühlt. Aromamäßig? Ich tue mich echt schwer. Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Unreife Pfirsiche. Was leicht salziges, aber nichts richtig maritim. Also eine Spur Salz ist da drin. Ein Gefühl von Erdigkeit, von, ja, wie wenn ihr Sachen frisch aus dem Garten habt und da ist noch ein bisschen Sand, ein bisschen Blumenerde, ein bisschen Dreck dran. Hat man ja so früher einfach so mitgegessen. Als Kind hat man darüber zum Beispiel nicht nachgedacht. Und dieses Gefühl habe ich wieder. Wie gesagt, das Mundgefühl ist deutlich schöner, als der Whisky interessant schmeckt. Im Abgang kickt wieder so eine säuerlich herbe Eiche mit rein. Ich finde es noch nicht unangenehm. Also er hat den Whisky noch nicht gekillt. Aber es war nicht weit davon weg. Ich denke, weil der Alkohol recht gut eingebunden ist und der Whisky an sich, ich habe das Gefühl, das ist ein relativ, wie gesagt, dominanter, sperriger Brand. Und er wirkt aber halbwegs geglättet, gereift als Brennereicharakter, aber ohne, dass das Fass ihm irgendwas mitgegeben hat. 12 Jahre um den Dreh vielleicht in einem relativ inaktiven Fass. Super fruchtig ist er nicht, das ist eher ein erdiger Brand. Da sind so Noten Richtung Glenrothes drin, aber dafür ist er fast zu zäh, fast zu belegend. Wäre es jetzt keine Pfirsichnote, könnte ich sagen, ist vielleicht ein Longmorn aus einem seltsamen Fass. Die können in jüngeren Jahren, bevor sie dann richtig fruchtig werden, ja diese unreife Birnennote mit dieser undefinierbaren Würze abgeben. Ich tue mich echt schwer, als recht, wie gesagt, das Ding, was sich durchzieht, ist Gemüse und Erde. Tut mir leid, ich krieg nicht mehr raus. Also an der Nase wirkt er unreifer wie am Gaumen. Wie gesagt, am Gaumen fehlt ihm einfach ein bisschen die Aromakraft. Ich mag aber, wie gesagt, das Mundgefühl. Also, er ist interessant. Ich weiß jetzt aber nicht, ob ich eine ganze Flasche von haben wollte. Tu mich echt schwer damit. Diese Malzigkeit wurde im zweiten Schluck weniger penetrant. Ich bin nicht der größte Fan von Bayerisch Blockmalz, muss ich sagen. Aber wer diese Note mag, im ersten Schluck hatte ich sie ziemlich prominent drin. Und es ist ja nichts Störendes. Whisky ist ja durchaus ein Produkt, was malzig schmecken darf. Solange das im Maßen ist, finde ich es angenehm. Wie gesagt, es hat mich hier noch nicht gestört. Ich hätte gern ein bisschen was Fruchtigeres. Ja, mehr fällt mir dazu nicht ein, sorry. Gucken wir doch mal. So. Oh Gott. So, also wie ihr seht, das ist auch hier nochmal zugeklebt. Ich krieg's doch nicht mal auf. Hinten abholen. So geht das. Ach Gott. Ah ja. Sherry? Ernsthaft? Okay, also wenn das ein Sherry-Fass war, dann war es wirklich sehr, sehr viel belegt. Ben Nevis, 16 Jahre. 16 hätte ich ihm jetzt nicht wirklich gegeben. 1998 bis 2014, 52,1%, immerhin, da bin ich halbwegs richtig. Sherry Hawkshead von Lady of the Glen. Das ist ein unabhängiger Abfüller, von dem ich tatsächlich bisher nur Samples in die Finger gekriegt habe, wenn mir irgendwer was geschickt hat. Ich kenne keinen Shop bei uns, bei dem ich jetzt regelmäßig einkaufen würde, der diesen Abfüller
führt. Haben aber interessante Bottlings am Markt, muss ich sagen. Das Fass. Ben Nevis ist eh ein schwerer Whisky, sag ich mal. Er funktioniert gut mit Sherryfässern, aber ich hätte gerne Sherryfässer, die dann auch nach Sherryfässern schmecken. Und ihr wisst, ich habe kein Problem mit Refill, aber hier habe ich nicht mehr den Sherry-Einfluss gemerkt. Ich glaube, der Whisky hätte ein anderes Fass verdient gehabt. Der ist nicht schlecht, aber er hat mich auch nicht vom Hocker gehauen. Und Ben Nevis kann wirklich phänomenal sein mit dem richtigen Fass. Und das ist mehr so, naja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Danke für diese ganzen Samples hier und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis dann.